Lilo, heute eines der kürzesten Lazarus-Demos, die ich hier geschrieben habe, besteht eigentlich streng genommen nur aus zwei Zeilen. Der Rest ist Zierde. Es geht darum, ein grafisches Programm zu haben, das Numlock und Caps Lock, die beiden Tasten, grafisch auf dem Bildschirm darstellt. Dazu verwende ich Get Key State. Achtet darauf, wenn ihr Get Key State und die virtuellen Tastendrücke, zum Beispiel für Numlock, braucht, dann müsst ihr gegebenenfalls hier unter Lazarus die beiden Units LCL Type und LCL Int F mit einbinden in die Uses Klausel. Gut, der Rest ist hier. Das ganze Programm soll, wenn es läuft, ohne Fensterrahmen laufen. Habe dann aber optional über die Parameter, denen man das Programm übergeben kann. Nochmal gesagt, wenn man zum Beispiel dem Programm, dem einzelnen laufenden Programm, wenn es denn kompiliert ist, den Parameter sizable übergibt, dann ist es frei skalierbar. Ja? Oder ihr wollt, dass das Fensterchen an einer ganz bestimmten X- und Y-Position auf dem Bildschirm erscheint, in einer ganz bestimmten Breite und Höhe, dann kann man das auch machen. Ja, kein Problem. Entweder ihr macht euch zum Beispiel einen Starter, der die Parameter übergibt, oder ihr startet ein Terminalfenster hier unter Linux und startet es mit Punkt, Schrägstrich, LEDs, so heißt das Programm unter Linux. Die Windows-User hätten eine LEDs-Exe in ihrem Programmverzeichnis, wo ihr den Quellcode, den ich euch natürlich anhänge, abgelegt habt. Da entsteht ein einzeln laufbares Programm, dem Programm die Parameter übergeben und fertig. Der Rest ist, wie gesagt, Zierde. So, und wie habe ich das gemacht? Ich habe hier zwei Panels angelegt. Panel, das eine Panel habe ich pfiffigerweise Num genannt. Und schon hieß es auch Num. Panel deshalb, weil es sowohl Farbe als auch Text aufnehmen kann. Ich wollte, dass da Num steht und dass es entweder weiß oder grün ist, je nachdem, ob Num gedrückt ist oder nicht. Das gleiche für Caps, also Shift-Einrast-Taste, festgestellt oder nicht. Die beiden sind miteinander getrennt durch einen Splitter und ein Timer-Objekt, das im Intervall von 300 Millisekunden, also ungefähr 0,3 Sekunden, immer guckt, ist denn jetzt die Taste gedrückt oder nicht. Den Quellcode hänge ich euch an. Hinweis, wenn euch die Position nicht gefällt oder die Größe, ihr könnt natürlich auch dieses Fensterchen im Design-Modus irgendwo hinschieben. So wird die kompilierte Datei, wenn ihr das erste Mal das Ding startet, das Fenster auch genau an der Stelle darstellen, wo ihr wollt. Hier unter Linux mit gedrückter Alt-Taste kann ich dann das laufende Programm auch dahin schieben, wo ich will. Und man sieht dann, wenn ich Num drücke, dann seht ihr hier erscheint das Panel, das Num heißt, in grün und nicht mehr in weiß. Num nicht mehr gedrückt. Caps ist die Shift-Groß-Taste einrasten. Das ist ganz witzig, dass man diese beiden Tasten vielleicht mal auf dem Bildschirm sieht, weil die Tastatur vielleicht gar keine Leuchtdioden haben, deshalb auch die Farbe grün, die unter Lazarus Lime heißt oder Leim oder wie auch immer. Gut, wenn ihr sagt, jetzt bin ich auf Leim gegangen, irgendwie läuft das bei mir überhaupt gar nicht. Ne? Kann sein, dass ihr, wenn ihr mal Lazarus installiert, dass beim Installieren von Lazarus selber Probleme entstehen. Ne? Also nicht mit meinem Programm, sondern Lazarus selber. Ihr seht zum Beispiel die IDE nicht oder das läuft nicht richtig. Hier kleiner Hinweis. Oftmals wird vergessen, dass Lazarus nicht nur die Entwicklungsumgebung brauchte, sondern auch FPC-Quellverzeichnis, also den Code von FreePascal. Der wird oftmals vergessen mit zu installieren. Manchmal muss man auch die Entwicklungsumgebung von Lazarus nochmal neu kompilieren. Ja? Oftmals wird auch vergessen, dass man sich die Formulare, wenn man zum Beispiel einen Quellcode von mir kriegt, erstmal anzeigen lassen muss, einfach Form 1 doppelklickt, damit man das überhaupt mal sieht, dass das so aussieht wie hier bei mir auf dem Bildschirm. Gut, habt ihr das alles gemacht? Kompiliert, ne? Beim ersten Starten kompiliert sich das Programm
entsteht eine ausführbare, alleinlaufende Datei in eurem Quelltextverzeichnis und ihr braucht die Entwicklungsumgebung dann natürlich nicht mehr. Ist klar. Gut. Wenn ihr das mal testen wollt, was passiert zum Beispiel, wenn ich den Parameter Sizable übergebe, schon hier von der Entwicklungsumgebung auch, könnt ihr auch die entsprechenden Startparameter mal hier eingeben, dann braucht ihr das nicht mit einem Starter zu machen, Sizable, und dann könnt ihr, wenn ihr das Programm startet, mal gucken, wie das aussieht, wenn der entsprechende Parameter gesetzt ist. Hier ist das Programm dann verschiebbar und auch in der Größe änderbar. Ja, so sieht es aus. So habe ich das gemacht. Das sind die beiden Panel, Num und Caps. Dazwischen ein Splitter, damit man gegebenenfalls das Verhältnis links zu rechts ändern kann. Und wenn man Num drückt, wird halt grün. Und wenn man die Groß-Kleinschreibetaste einrasten drückt, dann ist es halt auch da grün. Ihr macht das so, wie ihr wollt. Könnt gegebenenfalls über die entsprechenden Eigenschaften der Objekte noch steuern. Ist es denn standardmäßig so, dass es keinen Rahmen hat, das Fenster? Und soll es vielleicht gegebenenfalls woanders erscheinen, als wie ihr es designt habt, ne, die Position des Fensters? Oder soll es vielleicht standardmäßig über allen Fenstern liegen, Stay on Top und ähnliches könnt ihr darüber noch steuern. Gut, Quellcode, wie gesagt, hänge ich euch an. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.